In the near future, autonomous systems, especially autonomous mobile robots, will help us in professional life, but also at home. Autonome Systeme haben eine ganz grosse Zukunft. Ich würde sogar sagen, das ist eine nächste Technologiewelle. Das ist ein ganz grosses Potenzial, das neue Geschäftsmodelle wird ermöglichen, die wir heute noch gar nicht kennen. Autonome Systeme werden in Zukunft an Relevanz gewinnen. Deshalb testet die Schweizerische Post Technologien und Use Cases, um für die Zukunft fit zu sein. Das bekannteste Projekt sind die Drohnen. Dort setzen wir diese ein, um Blutproben von A nach B, in einem Fall in Lugano, im anderen in Zürich, zu transportieren. Sie ist nicht abhängig vom Verkehr, wir fliegen Luftlinie und dadurch kann ein massiver Gewinn an Zeit, an Transportzeit erzielt werden. Hexagons Vision ist es, eine autonome Zukunft zu ermöglichen. Wir stellen Technologien zur Verfügung, sogenannte Enabling Technologies, Connectivity, Edge- und Cloud-Computing-Plattformen. Und das ist vor allem die Smart Digital Reality. Das Ziel dieser Aufnahme heute ist, ein möglichst detailliert getreues 3D-Modell vom ETH Campus aufzunehmen. Mit verschiedensten Leica Reality Capture Sensoren. Ein Sensor auf einem Auto, dann ein Backpack, also ein Rucksack und auch ein Handheld-Scanner neben den Aufnahmen aus der Luft. Aus den gewonnenen Daten werden wir jetzt einen Digital Twin von der ETH Hönkenberg erstellen. Zusammen mit Startups wird es so möglich sein, innerhalb dieser 3D-Welt komplexe autonome Cases zu testen. So wird es in Zukunft beispielsweise möglich sein, dass bei einem medizinischen Notfall eine Drohne einen Defibrillator bringt oder dass ein Sandwich direkt in einen Hörsaal geliefert wird. Wir waren sofort von der Idee dieses Autonomous Valley überzeugt, weil wir auch strategisch und mit unserer Technologie einen sehr guten Fit sehen. This is a great vision. I think Switzerland can contribute. We are also very strong already at universities in the field of autonomous systems, but we have also a lot of spin-offs. Die autonomen Systeme in der Schweiz vorantreiben, indem wir Testgebiete, Testszenarien gemeinsam entwickeln und so zusammen mit dem Regulator das Umfeld schaffen können, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass wir eben alle Kompetenzen hier haben, um hier einen Punkt machen, einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten können. Und das Autonomous Valley ist eigentlich die Organisation, die alle diese Partner zusammenbringt, um das Thema mit Kraft vorwärts zu treiben.